Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem schönen Webmuster, das man wunderbar in Socken einarbeiten kann. Es ist aber auch wunderbar in großflächigen Projekten einzuarbeiten, wie hier zum Beispiel bei dem Babystrampelsack. Das Muster ist sehr einfach und besteht nur aus rechten und linken Maschen. Bei Socken solltet ihr ein kleines Bündchen stricken mit zwei rechts, zwei links, weil sich das Muster nicht so schön zusammenzieht. Die Maschenanzahl auf jeder Nadel sollte teilbar sein durch 4, so kommt man mit dem Muster nicht durcheinander. Ich stricke das Muster nun in Weiß. Wir fangen an mit 3 Reihen nur rechte Maschen. Danach folgen 3 Reihen in 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Und nun folgen noch einmal 3 Reihen nur rechte Maschen. Und dann wird das Muster einfach versetzt. Vor diesen 3 Reihen in rechten Maschen haben wir ja 2 rechts, 2 links begonnen. Hier sieht man es. Und das wird jetzt versetzt. Wir fangen an mit 2 links. 2 rechts. Fortlaufend wiederholen. 2 linke Maschen und 2 rechte Maschen. Alle 4 Nadeln auf diese Weise abstricken. Und das dann auch wieder insgesamt 3 Reihen. Hier kann man es schon schön sehen, wie sich das Muster versetzt hat. Und dann stricken wir wieder 3 Reihen nur rechte Maschen. Und anschließend wird dieses Muster wieder versetzt. Hier sieht man, dass man vor diesen 3 Reihen mit rechts mit links angefangen haben. Also beginnen wir jetzt wieder mit 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Fortlaufend wiederholen. Alle 4 Nadeln so abstricken. Insgesamt 3 Reihen. Es werden immer 3 Reihen gestrickt, egal ob nur die rechten oder 2 rechts, 2 links oder 2 links, 2 rechts. Immer 3 Reihen. Und nach diesen 3 Reihen rechte Maschen werden immer wieder die 2 rechts, 2 links versetzt. Das Muster erinnert dann ein wenig an gewebten Stoff. Noch einmal, wir beginnen mit 3 Reihen nur in rechts. Dann folgt 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. 3 Reihen in rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts. Und wieder die 3 Reihen in rechts und immer wieder versetzen. Und immer wieder 3 Reihen in rechts oder 3 Reihen in dem Muster. Die Beine sind bei mir nun fertig. Und jetzt werde ich als Kontrast noch eine blaue Ferse mit einstricken und den restlichen Fuß wieder in Weiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.